anstatt dass er vor der PlayStation rumhockt, bastelt der mit dieser Kiste rum. Sehr geil. Oder stell dir mal vor, was passiert mit Tablets. Mhm. Ich glaube, viele Leute, das ist das allergrößte Problem, was ich mit Analysten habe, die darüber reden, wie viel Marktanteil das iPad hat und so weiter. Ja. Nochmal, global gesehen ist das absoluter Tinnef und es wird auch unheimlich schnell überholt werden. Mhm. Was besonders in Asien passiert, was du in China und in Indien sehen wirst, so ein 7 Zoll Tablet in Shenzhen mit der gleichen Performance, der gleichen Verarbeitungsqualität wie das erste Samsung Galaxy von vor 2 Jahren, kannst du für unter $50 da kaufen. In Indien gibt es dieses $35 Tablet. Kids, die so ein Gerät bekommen, dieses Gerät wird automatisch zum ersten Fernseher, zum ersten Computer, zum ersten Telefon, zur ersten Kamera, zum ersten Radio werden. Klar, Schweizer Messer, ne? Ganz genau. Das haben all diese Geräte haben die vorher nicht gehabt. Und das wird durch diese extrem kostengünstigen Tablets geschehen. Und das wird die Welt so radikal verändern, weil die auf einmal mit Technologie und dieses Tor auch ins Internet dadurch haben. Ne? Natürlich muss dafür Infrastruktur geschaffen werden, da wird es Internetstationen geben, wo die dann hingehen können. Und dadurch im Internet surfen können, was wird unsere Welt so nachhaltig verändern. Und das kann Technologie möglich machen. Ich sehe das sehr idealistisch. Ich verstehe das schon. Willst du denn die Seite auch mal wechseln? Ich meine, was das eine, was du tust ja das, was passiert, multiplizieren quasi, den Leuten bekannt machen. Wieso? Ja, jetzt nicht Messias, aber irgendwie wieso, ich bin der Messenger von neuen Entwicklungen, die auf uns zukommen. In der Regel, so wie du es hermachst, ist publizistisch zu sagen, ich habe hier ein Gerät und das zeige ich euch, was es kann. Ja, darauf verlassen sich die Leute, vertrauen die 100%, sagen, ich gehe in den Laden und kaufe mir das Zeug. Und du bestellst halt eben über, hoffentlich über Amazon links und ich glaube, da verdienst du auch ein paar Mark damit, ja, Gott sei Dank. Ja. Ist ja auch gut so. Aber auf der einen Seite bist du ein Multiplikator, aber willst du nicht mal die Seiten wechseln irgendwann mal und sagen, Mensch, ich gucke mir das nur an und schreibe immer drüber, aber ich habe jetzt so viel Wissen angesammelt, so viele Kontakte, ich muss es ja nicht selber bauen, aber ich kenne jetzt so viele Leute, ich kann das jetzt selbst arrangieren und organisieren. Das heißt, es reizt sich nicht mal so sozusagen. Das habe ich vorher gemacht. Ja, das heißt, wieder mal so... Wir haben Mini-PCs gebaut. Ja, weil du sagtest, du hast damit angefangen, aber... Motherboards designen. Aber wenn du es heute sagen würdest, dass du das jetzt wieder anfängst, hast du Bock drauf? Weil du bist ja irre jung. Ja. Ich glaube, nochmal die Möglichkeit zu haben, also wirklich das Glück zu haben, und das darf man... das ist keine alltägliche Sache, dass ich die Möglichkeit habe... eigentlich nicht arbeiten zu müssen. Ich bin zwar die ganze Zeit unterwegs und schreibe Artikel und drehe Videos und so weiter, aber ich arbeite eigentlich. Ich mache genau das, was mir am meisten Spaß macht. Wo ich es wirklich am stärksten gemerkt habe, war, als ich im letzten Dezember bin ich 2 Wochen nach Bali geflogen. Und nach einer Woche wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Und wollte dazu und wollte arbeiten. Hast du alle Kokosnüsse gezählt? Ja, alle? Es war wunderschön. Ja. Es war wirklich klasse und es hat mir auch gefallen, aber nach einer Woche... Ja. Ist das langweilig? Ja. Und ich habe keine Langeweile, ich möchte die ganze Zeit was tun. Ja. Und das ist, glaube ich, der beste Antrieb, den du bekommen kannst. Wenn du wirklich das machst, du kannst auch nur in den Dingen gut sein, die dir wirklich am Herzen liegen. Würdest du aufhören, wenn du eine Familie gründen würdest? Jetzt bringe ich dich aus dem Konzept. Ein bisschen schon, Robert. Das kann ich nicht beantworten. Kann ich überhaupt? Ich glaube, das wär sehr, sehr schwierig. Du hast ja ein irre Pensum, ja, weil du hast ja gesagt, das ist ja dein Beruf und das ist ja kein Job für dich, ein normaler Job. Genau. Ja, das füllt dich aus. Das merkt man auch an deiner Schreibe, wie du bist, wie du auch jetzt das erzählst wieder. Ist natürlich spannend, klar, jetzt das zu sehen. Also Family ist also quasi keine Planung, sondern es passiert, aber ist dann interessant. Deswegen war die Frage ja mehr oder minder, wie sehr stehst du dahinter und kannst dir vorstellen, auch mal was anderes zu machen. Weil wir kennen dich bisher als Sascha, der halt eben das und das immer drüber publiziert und mittlerweile wie die Hölle auch bekannt ist. Aber ist ja mal interessant zu sehen, wo gehst du weiter hin, ja. Und wir haben jetzt die Entwicklung besprochen. Ich glaube, man muss extrem flexibel sein. Ja. Ich weiß nicht, was nächste Woche ist. Ja. Das kann ja irgendwie... Ja, du bist ja selber flexibel. Du lebst ja in Taipei zum Beispiel. Es ist ja nicht normal, dass einfach jemand so sagt, ach, ich gehe mal, so flexibel sind wir Deutsche ja nicht. Du bist nur mal ein Deutscher jetzt halt erstmal. Aber so Amerika gelebt, dann einfach nach Taipei rüber, wo du noch näher bist, an den Produktionsstandorten, wo der Puls der Zeit von der Technologie her auch ist. Das ist schon ein hohes Maß an Flexibilität, was du ja schon selber sagst. Absolut. Na klar. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man das hat.
ich habe Schulkollegen, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner angesprochen. Ja. Die haben mit 21 geheiratet, haben mit 22 ein Kind gehabt, den Hund, die Garage und leben immer noch in dem Ort, wo ich mehr oder weniger aufgewachsen bin. Das kann wunderbar und schön sein. Ich möchte das in keiner Art und Weise in Abrede stellen. Ja. Aber das ist einfach nicht meine Welt. Ich glaube, wenn du zurückguckst, dass die letzten 5 Jahre waren das, glaube ich. Ja. Das war eine irre Reise, ja. Also es war Journey, es war Trip, es war ein Adventure, Wahnsinn, ja. Also Star Wars ist nichts dagegen, ja. Das und irre. Und so nehmen wir das auch wahr. Nicole und ich, Nicole ist meine Co-Gründerin, die Dotcom auch mal, wir sagen auch immer wieder, wenn wir irgendwo anders sind oder in einer Stadt sind, wo wir noch nie waren, oder im Land sind, wo wir noch nie waren, wir sagen immer Living the Dream und das motiviert uns auch gegenseitig. Ne? Magst du uns kurz erklären, also hier den Zuschauer jetzt, das heißt, was hast du jetzt für Publikationsangebote? Du bist irgendwie auf YouTube, du bist da präsent, kannst du kurz, hast du eine Übersicht überhaupt? Oder? Klar, ne? Aber nur was ist das alles also, bisher? Natürlich ist nach wie vor Netbook News, wir werden aber Netbook News im Sommer umbenennen. Mhm. Ich habe gerade neue Domains erworben, das kann Mobile Geeks werden, damit wir einfach so ein bisschen generischen Namen haben. Genau, so kurz veröffentlicht, auf Facebook auch, habe ich es gesehen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, okay, super. Das, was wo ich wirklich wirklich stolz drauf bin, ist ganz einfach, dass wir bei Eurovision 3 unterschrieben haben, das größte Tech-Web-TV jetzt in San Francisco, was für mich echt absolute Vorbilder waren. Als ich angefangen habe, Videos zu machen über Tech und die ersten Unboxing-Videos in Deutschland, da kannte ich einfach so Sachen wie, so wie Kelly Lewis und Veronica Belmont und so, die halt diese Tech-Shows gemacht haben. Ja. Ich habe mir gedacht, meine Güte, wie die das hinbekommen. Und die haben 60.000 von Besuchern. Irre. Und auf einmal hat sich das bei uns so entwickelt, dass wir jeden Tag so zwischen 100 und 150.000 Besucher auf YouTube haben. Mhm. Und du wirst dann halt von diesen angesprochen, ob du nicht auch ein Teil von diesem Netz hast. Das ist also ein wahnsinniges, wahnsinnig motivierend auch. Mhm. Da so ein Teil, dass einmal deine Vorbilder so irre. Kollegen irgendwie so geworden sind, wie man das definieren mag. Das ist ja wichtig für uns geworden. YouTube ist generell weitaus wichtiger für fast geworden. Nochmal, ich schreibe nach wie vor gerne. Ja. Aber YouTube ist, ermöglicht uns ganz einfach auch die Einnahmen, um die Blogs auch weiterhin so betreiben zu können, wie wir es machen. Ja. Indem wir nämlich auch ordentlich mal Meinung raushauen können. Ohne uns Gedanken machen zu müssen, dass irgendwelche Werbepartner wegfallen und so weiter. YouTube stärkt uns dann ganz einfach mit den Einnahmen, den Rücken, auch da mal ein bisschen unkonventioneller zu sein. Ganz ehrlich, ich glaube, die Industrie liebt dich dafür, dass du so laut bist, weil es schafft denen ja auch wieder Aufmerksamkeit, wenn man sich mit dem, was sie beschäftigt und was die rausbringen. Die wollen ja auch Top-Sachen rausbringen. Intel ist zum Beispiel jetzt eine Firma, die jetzt nicht sagt, wir machen nur halbe Sachen. Und wenn einer mal voiceful ist, so wie du, und sagt, Mensch, das Zeug ist krass geil oder es ist krass kacke, dann stehen die viel mehr drauf, als wenn einer das weichspült und sagt, okay, das ist ja mal ganz nett und es hat hier ein paar Vor- und Nachteile, ja. Das ist das, was die meisten den Fehler machen und denken, das muss man irgendwie mal richtig ausdrücken. Ja, mag ja sein, aber wenn man es ohne Voice macht, dann ist es halt lahmarschig und das interessiert auch die Industrie auch kaum. Ja. Dann bist du auswechselbar. Ganz genau. Ja. Das sind auch Sachen, die ich einfach durch das Netzwerk einfach auch kennengelernt habe. Ne? Hier auf der Intel-Party ist gerade auch einer meiner absoluten Vorbilder, Matt Mike McGee, der hat den Inquirer und Register gegründet und Mike und ich, wir kennen es seit über 10 Jahren. Und das sind einfach Leute aus der US-Tech-Blogging-Szene, die einfach mir gezeigt haben, dass Meinung und aber transparente Meinung und subjektiv zu sein überhaupt nicht schlechtes sein muss. Ja. Und das ist nicht irgendwie auf politische Kolumnen beschränkt ist, dass du es auch in Tech machen kannst. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, das auch mal auf dem deutschen Blog so zu machen. Ich weiß, dass ich dafür auch wirklich viel vor die Nase bekomme. Ich habe eine wunderbare Hatergruppe auf Facebook und bin ich auch sehr stolz drauf. Hast du eine? Ja, also mittlerweile so 200, 300 Mitglieder, die grüße ich auch immer. Ja, das ist auch mal nett. Das gepflegte Freundschaft. Ja, das ist lustig. Ich meine, das beweist auf einer gewissen Art und Weise, dass wir da richtig liegen mit der Sache. Und das ist für mich auch wirklich wichtig, dass wir das Ding so durchziehen und dass man sich da nicht beeinflussen lässt von irgendjemandem. Deswegen ist auch wichtig, die richtigen Partner zu finden. Also die Leute, die bei mir bloggen, sehen das ähnlich und sehen Bloggen ähnlich als eine Art, sich auszudrücken. Ne? Ohne jetzt irgendwelche Spezifikationswissen nur abschreiben zu müssen. Ich kann mich an dich erinnern, da hast du mal auf der Republika vor 2 Jahren über das Monetizing-Thema erzählt und hast gesagt, da hast du so Fotos gezeigt von den Verlagsgebäuden, ich glaube in Hamburg oder Berlin, weiß ich gar nicht mehr.
Und er hat noch so suffisant gemeint, ja, die haben so fette Butzen und ich habe halt nicht so eine fette Butze, sondern ich bin halt Blogger und habe so ein kleines Team und das ist halt weit entfernt. Was ist, wenn du mal selber in so einer Butze landest, wenn du so weitermachst, dann bist du ja schon, du bist am Broadcasting-Kanal. Mhm. Ein kleiner, jetzt im Vergleich zu den riesen Fernsehsendern, aber du fängst jetzt damit an und das ist nicht lange her, dass du damit angefangen hast. Also das Tempo ist rasant. Ey, wir haben sogar ein Büro jetzt gemietet. Also bist du schon in der Butze. Ja, zwar nicht deine eigene, aber sie kommt ja noch eines Tages. Das heißt, was machst du, wenn du es quasi, gibt es einen Punkt, wo du sagst, ich habe es geschafft und jetzt ist Schluss? Wenn ich 500 Mitarbeiter habe, gibt es irgendetwas, wo du sagst, hier ist irgendwas oder ich mache einfach ongoing, wie es kommt, nehme ich es und ist gut. Und wenn ich ein Verlagsgebäude habe, habe ich ein Verlagsgebäude. Ob ich jetzt nur ein Verleger bin oder nicht, ist mir doch egal, wie ich es nenne. Hauptsache, es macht Spaß. Das ist eine sehr materialistische Definition von Erfolg. Tja. Oder von persönlichen Erfolg. Ich glaube, den größten Erfolg hast du ganz einfach, wenn du glücklich bist mit dem, was du machst. Mhm. Und deswegen kann ich eigentlich gar nicht erfolgreicher werden. Das kann man so stehen lassen. Das wäre ja fast schon ein Schlusswort, oder? Ja, fast schon. Sascha, das ist ja, wir sind buddhistisch heute. Das ist großartig. Hast du ansonsten noch eine Message? Dann würde ich mich ansonsten ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein ganz anderes Gespräch, als ich dachte am Anfang. Es wird. Und erstaunlich. Ich würde mich freuen, wenn mehr Leute in Deutschland den Mut haben, zu publizieren, ohne Angst darüber haben zu müssen, dass ihnen das nachher irgendwie angekrallt wird. Ja. Deswegen haben wir so viele anonyme Trolle in Deutschland. Wir haben weitaus mehr Kritiker als kreative Menschen, die was selber schaffen. Kritiker sind immer die eigentlich gerne was kaputt machen. Ich bin auch Kritiker, aber nach wie vor muss ich jeden Tag kreativ sein. Ich denke mal, dann kann ich auch ein bisschen Kritik raushauen, weil die muss ich auch mitnehmen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute mutig sind und keine Angst davor haben, Kritik zu erhalten. Ich weiß, ich kann mit Kritik relativ schlecht umgehen, ich muss das auch immer wieder lernen. Aber das ist wichtig, anstatt nur Kritiker zu sein, selber was zu schaffen. Sascha hat auch ein weiches Herz, das sieht man daran. Ich meine, ich will dich jetzt nicht vorführen, aber es gibt einen Womanizer-Faktor. Wenn du möchtest, musst du es nicht. Die Baseballkappe abziehst, dann sieht man auch, dass er ja tatsächlich auch eine sehr weiche Ader hat. Das sieht man nur, wenn du die Baseballkappe abnehmen würdest. Was ist das denn? Dass ich Haare habe? Ja, Haare. Das zeigt er jetzt mal von vorne. Jetzt habe ich ja nur deine Stirn gesehen. So, richtig. Habt ihr gesehen? Das ist Sascha. Das ist nicht nur mit Baseball. Das war jetzt auch mal eine ganz einzigartige Nummer gewesen. Ja, also super. Sascha, ganz herzlichen Dank. Ich drücke dir ganz toll die Daumen, dass du jetzt so weitermachst auf dem Weg. Und wenn du irgendwas brauchst oder so, melde dich bei uns im Netz. Ja, du bist echt ein Teil von uns. Finde ich genial, was du machst. Und go. Ja. Das ist toll. Danke.